Guten Tag. Edon Delaney. Phantasmagorie. Es geht weiter. Wir haben letztes Mal irgendwie einen Horrorroman, einen Dracula-Vampirroman gefunden und der hat Melken gehört und deswegen haben wir uns vorgenommen, jetzt in die Stadt zu fahren. Das Problem ist, ich kann mich nicht mehr so wirklich an viel erinnern, was die Kapitelenden angeht, denn ich möchte, hatte ich ja schon erwähnt, sehr, sehr viel vom Spiel mitnehmen. Ich möchte sehr viele Erinnerungen, die immer wieder auf den einzelnen Orten auftauchen, gerne zeigen. Ich war beim zweiten, war das beim zweiten, genau, bei Ende des zweiten Kapitels, im zweiten Kapitel war ich echt überrascht worden, weil das so schnell zu Ende war, ne? Weil ich mich nicht mehr daran erinnert habe, dass wenn man dem Typen den Raincleaner gibt, dass das dann halt vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal zu unserem wunderbaren BMW. Wir haben eine wunderschöne schnelle Auto und fahren in der City und wir gucken mal bei Malcolm vorbei. Wir können auch noch mal bei der Antique Lady vorbeischauen. Das ist auch mal wichtig. Die hat auch mal ein paar ganz gute Informationen für uns. Der Harp jetzt, glaube ich, weniger. Da haben wir den Reinigung, den Abflussreiniger. Ne? Ist der, wenn der Abfluss mal verstopft ist. Ja, was ist denn schon dabei? So, jetzt müssen wir gucken erstmal, ob wir beim Elken kam da eigentlich gar nicht mehr rein. Die rigorose Pflegerin hat uns ja verscheucht, rausgeschmissen. Den Hund hatten wir, glaube ich, schon besänftigt mit einem Knochen. Ich glaube, der ist jetzt auch für den Rest des Spiels mit dem Knochen bestens beschäftigt. Ne? So, wir gehen nochmal rein. Macht's jetzt auch? Das war im letzten Kapitel gar nicht mehr möglich. Ne? Wir kamen ja gar nicht mehr rein. Jetzt klopfen wir nochmal. Und zur Not geben wir der netten Lady einfach mal den Buch von den Malcolm und schauen mal. Vielleicht können wir ein bisschen mit ihr quatschen. Ne? Schon wieder? Schon wieder? Ich sagte doch, nein. Warten Sie. Also? Okay, ich glaube, wir müssen uns jetzt das Buch zeigen. Wir können natürlich mit dem Hammer einen rüberballern. Ne? Das wäre wahrscheinlich die uneleganteste Art, uns zu zeigen. Wir das Buch mal. Hier, Baby, pass mal auf. Ich habe dieses Buch im Turmzimmer gefunden. Es gehört Malcolm. Warten Sie. Warten Sie. Ich bin eine sehr strenge Frau. Eine Pflegerin. Wir warten. In Ordnung. Sie können jetzt reinkommen. In Ordnung. Der amerikanische Akzent ist immer großartig. Danke. Danke. Gruselige Frau. Malcolm. Sie ist da. Malcolm. Sie ist da. Okay. Du wolltest aber auch mal Kerl werden. Unglaublich, das ist... Komm. Okay. Komm zu mir. Ja, ich komm. Pardon. Du lebst in Connors Haus. Mhm. Ja, Sir. Ja. Hast mein Buch gefunden. Mhm. Das stimmt, Sir. Nenn mich nicht, Sir. Ich mag es nicht. Es macht mich alt. Wie soll ich Sie nennen? Mein Name ist Malcolm. Nenn mich so. Malcolm. Malcolm? Malcolm. Stimmt es, dass Sie als kleiner Junge bei Kano lebten? Haben Sie im Turmzimmer geschlafen? Ja, das stimmt. Das war mein Zimmer. Was für ein Mensch war Kano? Genug. Ich habe noch eine Frage an dich. Okay. Und dann musst du gehen. Fragen Sie. Sag mir, wie sieht das Haus aus? Schön. Alles sauber. Okay. Ich glaube schon. Was meinen Sie? Gut, das wollte ich hören. Ich bin müde. Geh jetzt.
Melke, Melke, der war so ein grüner Geist und wir haben... Aber... Baby, da geht die Hölle ab! Wir hätten doch nicht... Wir hätten lügen sollen. Das ist alles scheiße. Und, Okay, das war jetzt nichts wirklich sehr erfrischend. Das war eher ein wenig, wie soll ich sagen, desillusionierend. Okay, Hunde haben wir schon gestreichelt. Wir gehen nochmal zu der Antiquitäten-Lady, denn die ist auch immer ein Goldschatz für Informations. Informations, that's what I need, so. Informations. Oh, Adrian, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe ein paar alte Zeitungsausschnitte gefunden, die Sie interessieren dürfen. Oh, wirklich? Oh. Darf ich sehen? Mhm. Nachdem Sie mich zu Kanos alten Besitz befragt haben, musste ich an etwas denken. Meine Mutter hat angefangen, wichtige Artikel hier einzukleben, als sie sehr jung war. Bis zu dem Tag, an dem sie starb, vor 4 Jahren. Ich erinnerte mich an ein paar der alten Artikel über Kano, die darin sind, und hier sind sie. Das ist wunderbar. Wunderbar. Kann ich es meine Weile behalten? Nein, ich kann es nicht aus der Hand geben. Sie müssen es hier ansehen. Tut mir leid. Oh, kein Problem. Ich bin nur froh, dass Sie es gefunden haben. Dummerweise habe ich heute wenig Zeit. Wann kann ich es lesen? Immer. Ich lasse das Buch hier auf der Theke. Kommen Sie rein, wann immer Sie wollen. Danke, Leo. Sie sind mir eine große Hilfe. Ja, ja. Nicht der Rede wert. Du hast es schon aus der Hand gelegt. Ich denke, das kannst du nicht. Aber ne, was machst du, wenn ein Dieb kommt und das stibitzt? Ne, das ist... So, pass mal auf, Adrian Delaney, mein Schatz. Wir gucken uns das Buch jetzt mal an. Also wir sind ja neugierig, ne? Wir sind ja... Neugier ist der Katze tot, aber, ne? Wie war das? Curiosity kills the cat, ne? Gucken, was da jetzt so Schreckliches auf uns wartet. Adrian? Wir wollen auch sehen. Hallo? Wir auch. Hallo? Adrian? Ah, am kommenden Freitagnachmittag, den 5. Februar 1887, wird Kano freundlicherweise eine Sonderverstellung im Waisenhaus unserer gnadenvolle Frau geben. Alle Einnahmen werden dem Waisenhaus gespendet, um es bei seiner Aufgabe zu unterstützen. Kommen Sie und genießen Sie die... was? Das ist wahrscheinlich eine Outtürung, soll wahrscheinlich eine Aufführung heißen. Sehen Sie, wie Kano in der Luft schwebt. Beobachten Sie, wie er eine Dame zersägt. Erschrecken Sie mit dem elektrischen Stuhl. All das, mehr zusätzliche Spenden werden akzeptiert. Right. Alright. Eine schöne Uhr schlägt dort die Stunde. Könnte 3 Uhr sein, ne? Pass mal auf. Baby, Lou, Süße. Entschuldigen Sie, Lou. Lou. Oh, hello. Hello, Adrian. Danke, dass Sie meine lästigen Fragen beantwortet haben. Ich falle Ihnen damit nicht mehr auf die Nerven. Oh, kein Problem. Wie? Ich hoffe nur, ich habe Ihnen geholfen. Ja, das haben Sie. Haben Sie. Ich habe eine Menge erfahren. Na, das freut mich. Jetzt können wir nicht mehr diese schöne amerikanische TV-Verkaufsshow. Ich möchte kaufen, verkaufen. Ich möchte hier schöne Angebote. Ich liebe es, wenn die sich so nett unterhalten, ne? In die nice amerikanischen Hände. Hey, oh, nichts. Oh, nichts. Everything is fine. Sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Wer mag denn das, okay. Baby? Wer mag denn das? Ich möchte gerne der Kreuz kaufen, aber der Kreuz ist zu teuer für Mord. Das möchte ich trotzdem sehr gerne kaufen. Hallo? Alright, können wir da nochmal drauf gucken? So, wupp. Ich will der Kreuz haben. Der Kreuz will ich haben. Aber der Kreuz ist teuer. Sie gesagt, wie viele tausend Dollar. Das ist einfach so. Das Fern, das könnten wir natürlich entsprechend gut verwenden, um... Okay. Können wir bei Harp nochmal vorbeigehen? Ich weiß ja nicht genau. Wobei, ich glaube, Harp ist nicht so der Redselige, ne? Der ist ja doch ein bisschen seltsam unterwegs, ne? Der hat uns ja ganz komisch behandelt da, ne? Makler, wir können ja mal zum Makler gehen. Einfach mal gucken, an welcher Tante jetzt am Rummachen ist. Der Dicke hat ein bisschen geschlafen wahrscheinlich, ne? Geöffnet. Ist da noch was am Turteln da?
Ja. Was kann ich für Sie tun, junge Dame? Das ist die richtige Frage, im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, und dann hat er gefragt, was können Sie für mich tun? Und ich glaube, er hat nicht ganz verstanden. Das war's? War das alles irgendwie... Bob? Bob? Ich muss Sie da was fragen. Ja. Also? Warum haben Sie uns nicht erzählt, dass es auf dem Carnowash bis jetzt spukt, bevor Sie es uns verkauft haben? Na, sagen Sie jetzt nicht, dass ein schlaues Mädchen wie Sie solche Altweibergeschichten glauben würde. Ich kann auf dieser Basis keine Geschäfte führen. Abgesehen davon haben Sie einen guten Deal. Wenn Sie es nicht glauben, tut es Ihr Mann bestimmt. Der wird langsam verrückt. Ja, ich denke, Sie haben recht, Bob. Man sollte sich immer an die strikte Wahrheit halten, egal was dabei herauskommt. Genau das sage ich auch immer. Sie sind widerlich. Das ist ein Makler. Oh, bevor ich es vergesse. Ihr Mann wollte, dass ich mich um Telefonservice auf der Insel kümmere. Erwarten Sie morgen einen Techniker bei Ihnen zu Hause. Wenn es Ihnen jetzt nichts ausmacht, ich habe zu arbeiten. Bob Tompkins. Oh, es ist ein sehr unfreundlicher Makler. Was ist, er ist ein Makler, mein Gott. Hat von euch schon jemand mal einen netten Makler kennengelernt? Also ich bis jetzt noch nicht. Und ich hatte mit einigen zu tun, aber das ist was ganz anderes. Es gibt bestimmt auch nette, aber das sind halt meine Vorurteile und die pflege ich ja auch gelegentlich ganz gerne. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Ne? Wir gehen jetzt nochmal zu, wie heißt er, Harp? Zu Harp, gehen wir Harpen. Oh, wollen wir mal gucken, ob Harpners zu kaufen. Vielleicht können wir da so irgendwas kaufen. Ich weiß es gar nicht genau, bin ich ehrlich, Freunde. Also, wie gesagt, es ist 100 Jahre her, dass ich das Spiel gezockt habe. Es erinnert, er staunt mich sowieso, was ich da noch alles von weiß. Der ist an Chippern hier, wir gehen mal gewischt. Ja, du rennt da mit einer Flasche Whisky rum, Alter. Ich hab den gesehen, danke. Den langhaarigen Penner. Hier, also, kann jeder machen, was er will. So, HP, morgen. Was ist denn? Guten Moin. Morgen. Ha, mein Freund, was hast du denn so im Angebot? Wir gucken uns immer ein bisschen um, ne? Irgendwas, was wir gebrauchen können. So. Okay, ne, da geht's nur wieder raus. So, Harp können wir anquatschen. Nehmen wir mal. Können wir uns noch einen Knochen mitnehmen? Also Knochen wären eine ganz gute Sache. Wir wissen ja nicht, was so noch im weiteren Verlauf des Spiels auf uns zukommt. Ne? Das ist alles, ne? Komm, ich will noch einen haben. Können wir gar nicht mehr, okay? Rechen. Okay. Gut, da können wir anscheinend nichts mehr kaufen. Dann mein Vorschlag zur Güte, wir quatschen nochmal mit Harp. Vielleicht hat der noch irgendwas, was er uns verkaufen könnte. Hm? Wir müssen schnell bezahlen, das kann ich wir. Ihnen helfen. Oh nein, vielen Dank. Ich schau nur. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zu Rock. Okay, hier ist nichts mehr. Oh doch, da ist noch was. What is that? Ach, das ist die Spendendose, was ist das? Spende. Haben wir aber schon, wir haben schon gespendet. Ja, 25 Cent ne, beim letzten Einkauf. Alright, gut. Adrian, Mr. Laney, dann gehen wir. Wir fahren zurück in der Heimat. Ich weiß zwar nicht genau, was wir da machen sollen, aber wir gucken auf jeden Fall. So, Malcolm. Wir waren jetzt auf jeden Fall bei Malcolm. Der hat uns nicht wirklich sehr viel erzählt. Morgen hat der schmierige Bob erzählt, kommt irgendein Telefononkel. Damit wir im Notfall der Polizei rufen können, wenn irgendwie Gespenster kommen. Oder die Geisterjäger, ne? Ray und... Ne? Ray... Das ist... Okay, Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Wo warst du den ganzen Tag? Ich weiß nicht, in der Gegend? In der Stadt. Ich mag es nicht, wenn du die ganze Zeit mit diesen Leuten verbringst. Welche Leute? Welche Leute? Diese blöden Stadtleute. Oh, das ist das Dümmste. Ich bin noch nicht fertig. Du schreibst mir vor, was ich tun soll? Und wo warst du den ganzen Tag? Gib mich verdammt noch mal. Ich sag dir was. Du kümmerst dich um deine Sachen und ich kümmere mich um meine. Das werden wir noch sehen. Gut, meine lieben Leute.
Der Kapitel endet hier. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ich muss auf Beenden gehen und dann speichern. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, das ist alles. Ich denke mal, wir haben uns alles angeguckt. Ne? Und das werde ich auch nach wie vor weiterhin machen, denn ich möchte alles. Ne? Es gibt da ein paar Szenen, die sind nicht schön, aber die müssen wir auf jeden Fall sehen, weil die gehören dazu. Und gut, meine lieben Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde, haltet euch wacker. Und Dawn ist ja doch ein wenig, das geht irgendwie gar nicht, ne, Freunde. Das vor allen Dingen wird noch schlimmer. Ciao, ciao, sagt euer doch sehr schockiertes Spieken 45. Oh.